Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute Morgen wollte ich eine Folge aufnehmen. Und was war? Tja, die Server waren gerade nicht erreichbar. Also mit anderen Worten, Niantic hat gerade wieder Serverarbeiten gemacht. Genau zu der Uhrzeit, wo ich normalerweise spiele. Das ist sonst immer genau da vorbei. Aber diesmal war es anders. Schade. Sehr, sehr schade. Aber gut. Ich habe ein anderes Team. Ich wollte mal was anderes ausprobieren und ja, lasst euch mal überraschen. Jetzt seht ihr es ja schon. Ich habe Mew als Lead, Azumarill als zweites und als drittes Registeel. Mew soll dafür sorgen, dass die Schilde eingesetzt werden, sofern es zufälligerweise passt. So, Altaria. Okay. Altaria. Da gehe ich auf Psychoschock. Und hoffe, du schildest. Weil du weißt ja theoretisch nicht, was ich habe. Und deswegen hoffe ich, dass du einfach schildest. Weil ich ja nicht ausgewechselt habe. Okay, du hast, glaube ich, geschildet. Was passt? Ich muss jetzt erstmal lernen. Was macht Himmelsfeger bei Mew? Sehr viel. Ich würde jetzt noch einen Psychoschock rauskriegen. Nö. Wow. Das ist hart. Dass da jetzt der Psychoschock nicht gereicht hat. Na gut, jetzt gehen wir auf Azumarill. Und du wechselst bestimmt gleich aus. Schilde brauche ich nicht. Erstmal noch abwarten, was passiert. Wahrscheinlich schildest du einfach, weil du noch drinnen bleiben willst. Von mir aus habe ich kein Problem mit. Oder... Opferst du? Nein, du opferst nicht dein Altaria. Okay. So, jetzt gehe ich aber eigentlich davon aus, dass du gleich wechselst. Ich schilde nicht. Wir tippen mal lieber nicht direkt auf Eistrahl. Genau, du wechselst auf ein Krypto... Ah, Gardevoir! Und ich darf nicht angreifen. Verdammt. Muss jetzt sowas kommen? Okay. Finde ich jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Aber mal schauen, was der nächste Gegner hat. So. Ja, die Stahlattacke ist sehr effektiv. Nice. Ich habe zwei Schilde und ein Registeel. Und du hast ein Registeel. Gut. Ich gehe direkt natürlich auf Fokusstoß. Was soll ich sonst machen? Sie hat ja keine Schilde mehr. Und ich komme sogar als erstes dran. Nice. Sehr, sehr nice. Aber ich glaube, das reicht nicht, ne? Das reicht natürlich nicht. Ich schilde natürlich. Jetzt machst du eine Lichtkanone, um Zeug zu sparen, oder? Ach, komm. Menno. Komm schon, ich will eine Lichtkanone, Lichtkanone, Lichtkanone. Warum mache ich jetzt Lichtkanone? Weil Fokusstoß. Weil ich mit der Lichtkanone müsste ich dieses Registeel trotzdem besiegen. Ja, habe ich. Gut. War ja auch echt nicht mehr viel drauf. Und dann kommt hier das Altaria rein. Ich habe noch ein Schild. Den brauche ich aber eigentlich gar nicht. Sie gibt auf! Ui! Interessant. Alles klar. Ja. Interessant. Okay, nächster Kampf. Ich bin gerade etwas überrascht. Na gut. Der Toni. RG5. 3D-Brille. Okay. So, was wirst du einsetzen? Okay. Inikoro sehe ich ultra selten. Und... Du schildest bestimmt. Ich gehe auf Psychostoß. Sonst hätte ich Fokusstoß gemacht. Aber Mew ist eigentlich nur dazu da, um die Schilde zu ziehen. Okay. Machst du nicht? Ich mache das trotzdem nochmal. Oder ich versuch's. Ich muss schilden, weil ich sonst gleich schon weg bin. Säuselstimme. Mhm. Der Fokusstoß dauert mir ein bisschen zu lang. Das ist ein bisschen traurig. Ja, sehr schön gemacht.
Und geschildert. Ach, so ein Mist. So, was nehme ich denn? Ein normales Pokémon? Ja, dann nehme ich mein Stahl-Pokémon. Also Registeel. Registeel meine ich. Direkt Lichtkanone drauf. Du hast ja noch ein Schild. Deine Ladeattacke Säuselstimme kannst du gerne auf mein Registeel abfeuern. Stromstoß. Ja, okay. Du hast noch eine zweite Attacke. Tatsächlich. Hätte ich jetzt fast nicht mit gerechnet. Aber gut. So viele unterschiedliche Pokémon heute. Was ist denn los? So, erstes Pokémon besiegt. Und natürlich kommt hier dieses Pokémon. Ein Kinoso. Schilden. Das ist eine Feuerattacke meistens. Meteorologe. Deswegen wechsle ich aus. Und gehe auf mein Azumarill. Du wechselst natürlich auch und gehst auf dein Knuddeluff. Sag mal, was sind denn das für Teams? Sehr eigenartig. Sonst kriege ich immer ganz andere Leute vor die Nase gestellt. Aber heute? Sehr merkwürdig. Woran das wohl liegen mag? Eistrahl, Eistrahl, Eistrahl. Komm schon. Knuddeluff darf nicht mehr raus zum Spielen, bitte. Nice. Mega nice. So, und da kommt jetzt das eigentliche Pokémon, gegen das ich eigentlich kämpfen wollte. Ich habe keine Schilde mehr. Schade. Mist. Du hast einen Zauberschein. Azumarill ist platt. Ich komme mit einer Lichtkanone. Hätte ich Fokusstoß machen sollen? Ich hoffe nicht. Ich habe mich jetzt für Lichtkanone entschieden. Du hast noch ein Schild. Natürlich hast du noch ein Schild. Den hast du ja die ganze Zeit aufgehoben. Jetzt kommt Meteorologe und ich bin down. Nein, bin ich nicht. Aber das wird eng, das wird eng. Was, nochmal? Ist das dein Ernst? Sag mal, wie viel hast du denn da aufgeladen? Das habe ich nicht mitbekommen, dass du so viel aufgeladen hast. Mann. Schon reines Pflanzen-Pokémon übrigens. Gut. Nächster Kampf. Komische Pokémon. Sehr eigenartig. June. Ixi, Ixi oder Xi, Xi. Wie auch immer. Hau rein. Komm los. Geht's los. Lass uns kämpfen. Muntia. Ja. Eigentlich nicht schlecht. Ist eigentlich eine gute Sache. Ich warte vielleicht ein bisschen. Du bleibst tatsächlich drin und gibst Energie aus. Okay. Body Slam. Ja, bei so einem Mew macht das halt viel Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. So, und ich mache Psychoschock, weil mir Fokusstoß zu lange dauert. Und er hat's durchgelassen. Okay. Ah, ich hätte vielleicht ein bisschen früher. Ich könnte das Muntier tatsächlich noch besiegen, ja. Außer er schildert jetzt. Aber dann hätte ich ja auch das erreicht, was ich haben wollte. Schilde loswerden. Und jawohl. Aber ich habe dafür ein Schild ausgegeben. Ist natürlich, ne? Ist nicht so toll. Aber ich kann hier nochmal einen Psychoschock raushauen, was ich richtig cool finde eigentlich. Mal gucken, was er daraus macht. Ah ja, das schildest du. Gut, ja, immerhin. Dann sind wir die Schilde schon mal los. So. Natürlich suche ich jetzt Azumarill aus. Und werde dann auf Knuddler gehen. Wahrscheinlich werde ich vorher einen Knuddler einhamsen müssen. Mal gucken. Wird bestimmt doch ein Knuddler sein, oder? Nee, ein Hydropumpen. Azumarill, und du wechselst. Nicht wechseln. Menno. Registeel, okay. Nice. Wir haben einfach mal dieselben Pokémon. Klasse. Schilden.
Komm, ich täusche vor, komm. Ah, du hast nicht Kanone eingesetzt, bestimmt mit Absicht. Mach ich auch. Komm, Schilde, Schilde, Schilde. Ja, nicht. Mann! Jetzt habe ich es eigentlich falsch gemacht. Ah, den überlebe ich jetzt noch, den Fokusstoß. Was? Lichtkanone. Okay. Jetzt bin ich maximal überrascht. So, okay. Kann ich dich irgendwie runterfarmen? Ja, eigentlich schon. Doch, ich krieg leider noch eine Attacke. Bitte nicht Fokusstoß. Lichtkanone, bitte, 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 bitte. Du hast doch die ganze Zeit Lichtkanone. Danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, so. Was kommt jetzt nochmal? Azumarill. Okay. Lichtkanone, Lichtkanone, Lichtkanone. Ich musste leider sehr lange überlegen. Okay, gut. Hat das Azumarill ja schon einiges. Oh, ich schaffe noch eine Lichtkanone. Ich glaube, hier liegt ein Mega-Lag auf meinen Gegner ein. Das ist sehr schade für ihn. Und ja, gewinne ich jetzt nur wegen einem Lag? Das wäre auch schade. Ja, jetzt passiert wieder was. Jetzt verliere ich Energie. Aber es hat doch relativ lange gedauert. Und jetzt gibst du noch Energie aus. Du bist ja mutig. Du bist ja ultra mutig. So, und dann komme ich hier mit meinen relativ vollen Azumarill. Sieht richtig, richtig gut aus. Ich könnte auf Eisstrahl gehen. So, was kommt denn jetzt hier von dir? Hydropumpe? Ja. Dann gehen wir auf Eisstrahl. Reicht zwar nicht ganz, aber ich sehe hier überhaupt kein Problem, dieses Mal zu gewinnen. Ah, interessant, interessant. So, nächster Kampf. Auf geht's. Guren tun Second oder so. Oder vielleicht wird es auch anders ausgesprochen, aber ein Logok. Feuerkampf-Pokémon. Du hast schlechte Karten gegen mein Mew. Weil ich habe hier eine Psycho-Attacke. Du solltest auf jeden Fall schilden. Und du hast vielleicht Lue-Kardonade. Und ich weiß nicht, ob das mich one-hittet. Deswegen. Okay, du hast Feuerfeger. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Habe ich heute auch mal bei einem Kampf gespielt. So, okay. Ja, du hast geschildert. Das macht Sinn. Das ist vernünftig. Komm, ich möchte gerne vorher noch. Ah, schade, es reicht vorher nicht. Ich will mal gucken, wie viel Schaden macht denn so ein Feuerfeger. Gut, ich habe es überlebt und kann jetzt noch meine Attacke raushauen. Das ist die Hauptsache. Das ist das einzige Ziel, was ich jetzt hier noch hatte. So, schildest du? Nö, perfekt. Damit hat Mew sogar gewonnen. Yay. Was überlegst du denn so lange? Meine Liebe. Okay, Eisstrahl, ne? Eisstrahl, Eisstrahl, Eisstrahl. Und da kommt die Ladderattacke. Dann soll sie kommen, die Erdkräfte. Ha! Als woher weiß ich das nur? Okay, du wechselst aber. Ich würde hier trotzdem auf Eisstrahl gehen und danach wechseln. Ist zwar vielleicht ein bisschen blöd, die Energie jetzt hier vorher auszugeben, aber mal sehen. Du hast noch ein Schild. Ah, wir kennen jetzt deine letzten zwei Pokémon. Das brauche ich nicht schilden. Himmelsfeger, genau. Ich möchte gerne auf Fokusstoß gehen. So. Wunderbar. Und
Oh, nice. Sie hatten noch ein Pokémon und ein Schild. Ich habe auch noch ein Schild. Ich gehe direkt auf Lichtkanone. Du hast Erdkräfte, das schilde ich dann mal. Desto mehr ich hier Drachenklaue. Na, okay, dann kommst du jetzt hier auf einmal mit der Drachenklaue. Ja. Alles klar. Könnte natürlich auch sein, dass die Fokusstoß besser ist an der Stelle. Da ich es aber nicht weiß, gehe ich einfach blind auf die Lichtkanone. Und sie hat das sogar geschildert. Also gleich nochmal Lichtkanone. Aber ich glaube, das überlebe ich jetzt nicht mehr, weil jetzt kommt bestimmt Erdkräfte. Außer sie kennt sich mit der Typeneffektivität nicht aus. Doch, sie wird sich damit auskennen. Wunderbar. Gut. Azumarill am Start. Eisstrahl. Ja. Eisstrahl. Einfach fabelhaft und tschüssi. Gewonnen. Nice. Richtig cool. Aber das war ja erst der dritte Kampf, also von daher. Also ich bin mir ziemlich sicher, oder? Nee, das war der vierte Kampf. Oh. 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 Okay, welchen Kampf habe ich gerade übersehen? So. IQs 96. Megania. Ja, ja. Ne? Schön. Nice. Du wechselst bestimmt, ne? Komm schon. Du wechselst doch bestimmt. Du willst doch bestimmt wechseln. Ich muss schilden, weil ich nicht weiß, ob die Flora-Statue nicht vielleicht trotzdem ultra viel Schaden auf Mew macht. So, schade, nur großartig. Und du schildest nicht, okay. Komm. Ja, nice. Das so gefällt's mir. Bevor du deine Ladeattacke fertig hast, darf ich nochmal einfach fabelhaft und Schild. Okay. Geht klar. Ich könnte dich runterfarmen, ey. Aber ja, lass uns mal schauen, wie viel Schaden macht denn jetzt so eine Flora-Statue auf ein grünes, geladenes Mew. Bam. Weg. Heftig. Ja, gehen auf Registil. Runterfarmen kann ich dich vielleicht nicht. Deswegen gehe ich gleich auf Lichtkanone. Aber ich hoffe, du hast jetzt kein Erdbeben eingesetzt. So schnell. Gut, hast du nicht. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Also ich gehe auf die Lichtkanone. Aber was ich jetzt mache, ich werde sie nicht voll aufladen. So, okay. Jetzt kommt ein Panzer-Aeron. Okay, bin ich zufrieden. Dann gehe ich direkt auf Fokusstoß. Komm. Du kannst gerne schilden. Das wäre zumindest eigentlich ganz nett, wenn du jetzt schilden würdest. Aber wäre natürlich blöd für mich, aber ich finde, okay, dann schilde nicht. Jetzt gut. Gut. Okay. Nein, ich muss nicht schilden. Könnte aber eng werden. Vielleicht haue ich noch eine Lichtkanone raus. Kommt drauf an. Mal gucken. Nein, Fokusstoß. Ja! Vielleicht hätte ich es auch gar nicht gebraucht. Aber bei der Lichtkanone bin ich mir jetzt zu unsicher, ob ich mit der Lichtkanone das Panzer-Aeron jetzt platt genommen hätte. Von daher, ist doch okay. Geht klar. So, ich habe noch gewechselt. Das ist eh das letzte Pokémon. Also zur Not hätte ich jetzt noch was. Okay. Ja, ich brauche das Schild nicht. Knuddler, okay. Den habe ich jetzt auch fertig. So, wer kommt als nächstes als erstes dran? Da bin ich jetzt mal gespannt. Du, okay. Ja, zur Not kann ich immer noch schilden, ne? Noch nicht. So, jetzt komme ich dran. Mit meinem Knuddler. Oh, ich habe anscheinend ein paar Bobbles verpasst. Nicht gut. Gar nicht gut.
Hat's gereicht? Nein. Zu früh! Viel zu früh! Na gut. Da bin ich... Ich wollte es nur mal ausprobieren. Einfach nur so aus Spaß an der Freude. Ich gehe auf Eisstrahl. Ich gehe lieber auf Eisstrahl. Komm. Ich hätte aber auf Knuller gehen können. Wäre vielleicht auch sicherer, aber ich denke, das reicht locker. Ich denke, das reicht locker. Ach so. Ach so. Du hast... Nein! Och nö. Ich habe nicht gesehen, dass die noch ein Schild hat. Hm, schade. Hätte ich mit Registil die Attacke abgefangen. Dann ja. Aber dafür habe ich einfach viel zu früh gewechselt. Na gut, ist nicht so schlimm. Ich finde, 3 Siege ist immer noch besser als 2 Siege. Ich denke mal, das ist klar, ne? 550 Staub und eine Lade-TM. Nice. Und ein Pokémon und es ist Otaro. Okay. Bin mal gespannt, wie viel Bonbons habe ich eigentlich schon von dir? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Bist du denn im ersten Ball drin? 2, 3, jawohl, ist drin. Okay. Ich bin trotzdem ultra zufrieden und ich bin gespannt. Wird das jetzt eigentlich Rang 7? Ach je, bist du schlecht. 109 Bonbons und schlecht. Tschüssi. Und wir dürfen sogar sofort hier uns die Belohnung abholen. Nice. Ja, man sieht leider ja nicht, wo man gerade mit Rang 6 ist. Und ja, es reicht für Rang 7 mit 2064 Punkten. Okay, das ist ziemlich weit unten von Rang 7, oder? Hm. Oh, ich habe jetzt mehr Punkte als in der letzten Saison. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr auch. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei und schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr noch weitere Kanäle von mir und bis zum nächsten Mal. Batsch!